Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und es ist wieder Zeit für die Futorial Track Rating Charts. Und zwar geht es jetzt die um Mai 2017. Ja, es gibt mehrere Sachen dazu zu sagen. Fangen wir erstmal an damit, dass ich euch die Charts zeige. So sehen die Charts des Vormonats aus. Und direkt zu Beginn habe ich auch eine Frage an euch. Haut das mal in die YouTube-Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Also, Futorial, ihr habt das vielleicht mitbekommen, wächst derzeit eigentlich ziemlich rasant. Und wir haben natürlich sehr viel im Track-Rating und ganz viele posten natürlich auch Tracks, die, nicht von Usern produziert wurden, was völlig in Ordnung ist. Nur was jetzt natürlich auffällt ist, wir haben in den Top 10, ich glaube, mit Cubium und mit dem Film Tribute Version, wobei das muss man genauer hinsehen, und mit Nepreno Remix, wenn ich das richtig sehe, nur 3 Tracks, die auch Futorial User sind. Jetzt ist die Frage an euch: Wollt ihr weiterhin, dass das gemischt bleibt? Also, dass es sowohl bekannte Artists in diese Charts rein können, als auch eben jetzt unsere eigenen User, oder sollen es nur User-Tracks sein? Ich kann ganz klar sagen, meiner Meinung nach, ich würde es ungern trennen, denn ist ja eigentlich genau das Spannende, auch zu sehen, wie man so im Vergleich zu teilweise schon etablierten Künstlern sich schlägt. Und was ist natürlich, irgendwann kommt der Fall, dann hat man einen etablierten Künstler, der vielleicht aber sich auch bei Futorial anmeldet, also dann sind die Grenzen natürlich auch irgendwo, die verschwimmen dann etwas. Könnt ihr ja einfach mal sagen, mir ist es bei diesem, bei dem letzten Monat jetzt eben aufgefallen, dass wir sehr, sehr viele bekannte oder eben nicht, was heißt bekannt, eigentlich einfach, es geht nur darum, dass sie nicht Futorial-Member sind, was ich gar nicht schlimm finde, auf jeden Fall bräuchten wir da mal eure Meinung zu. Dann gehen wir mal die Charts mal kurz durch. Auf Platz 1, das hat natürlich damit zu tun, dass Robert Miles von uns gegangen ist, und dann wurde sein Track Children, an den sich viele eben sehr positiv erinnern, im Track-Rating-Forum gepostet. Und die Bewertungen von Children waren wirklich unfassbar gut. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz starker Track, wenn wir uns mal hier das Track-Rating hier... Seht ihr denn genug? Ja, so. Moment, das kriegen wir besser hin. So. Ja, ihr seht das, also Do You Like It, ich glaube, so eine hohe Do You Like It Bewertung hatten wir wirklich noch nicht, und auch in allen anderen Kategorien, das Ding ist durch die Decke gegangen in unseren Charts, und das finde ich auch im Übrigen super cool an unseren Track Rating Charts, dass da eben auch mal Sachen reinkommen, die ganz, ganz alt sind. Auch hier Safri Du, Play the Life, war sicherlich seinerzeit ein absolut innovatives Ding. Mit Platz 3 kommt etwas, das hat mich etwas gewundert. The Art of Fighters und Endymion, Plastic Surgery. Ja, das ist Hardcore. Ich muss immer sagen, also... Gibt auch vielleicht anderen Hardcore, aber in dem Fall jetzt, ich finde das Sounddesign irgendwie gar nicht so geil. Ich weiß nicht wieso, aber es klingt für mich so ein bisschen... Vielleicht muss das so, aber es klingt sehr kratzig verzerrt. Und jetzt erklärt mir nicht, dass es verzerrt ist. Ja, es ist verzerrt, aber es gibt halt auch weich verzerrt. Und trotzdem krass verzerrt. Naja, kommt aber eben gut an und deswegen auch in die Track-Rating-Charts gekommen. Dann ein sehr, sehr krasser Track, meiner Meinung nach. Cubium habe ich eben mir jetzt angehört. Cruisin' the Vertex Highway. Was ich ganz spannend finde, also ihr könnt ja auch mal so ein bisschen lesen, was es zur Produktion zu sagen gibt, und was ich ganz interessant finde, ist wirklich, im Moment hatte keinen, in dem Moment, irgendwo schreibt das,
Dass das eigentlich alles so, ja, Soundgeneratoren, Nexus, Massive und so, also ist nichts live eingespielt, bis auf diesen White Noise Uplifter und die Funkgitarre, die Drums, SFX und Vocals sind alle anderen Sounds aus Synths und Samplern und die Melodien davon natürlich selbst gemacht. Also, finde das immer interessant, dass man so einen funky, teilweise realen Sound einfach mittlerweile schon sehr, sehr gut aus so Samplern und so bekommt. Ist auch irgendwie ein krasser Genre-Mix. Da ist dann teilweise so richtig krasse, wie nennt es hier, so Dubstep-artige Bassline-Wobbles, das wollte ich sagen. Fand den sehr erfrischend, diesen funkigen Track. Und da geben wir doch mal gerade eine Bewertung. Das machen wir mal gemeinsam. Wo ich hier diesen Wobble irgendwie nochmal höre, den Bassline-Wobble, das ist so einer, der, den finde ich sounddesign-technisch nicht ganz so geil, der ist so sehr mittenbetont. Ja, ist in Ordnung, aber deswegen, ne, falls sich jemand fragt, warum bei Sounddesign 7 und keine 35, da ging noch was. Dann, was haben wir hier? Josito Fernandez Guantanamera im Nepreno Remix. Ist auch in den Charts. Guantanamera kennen wahrscheinlich alle. La Palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la Und das ist der Nepreno House Remix. Als ich das so gehört habe, da habe ich so gedacht, die Kick ist irgendwie so ein bisschen schwach irgendwie. Die klickt stark, aber irgendwie ist auch mir so, mir fehlt da ein bisschen Wärme in diesem Track. Könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach bei Disco und French House oder wie man es nennt, oder Filter Disco. Wie nennt er es selbst? Ich glaube Disco House. Habe ich ja selber sehr, sehr viel gemacht und da brauche ich es manchmal irgendwie so ein bisschen verwurstelter. Gibt es das Wort? So ein bisschen, das muss so nicht ganz so clean und da müssen so irgendwelche Spielereien drin sein, die man nicht so sofort so akustisch aufschlüsseln kann. Ich finde irgendwie nicht so geil. Aber egal, wir wollen trotzdem bewerten. Innovation, pff, schwierige Nummer, ne? Der Track gibt's ja schon. Das ist jetzt ein Disco House Remix. Ist nicht so innovativ. Sounddesign finde ich auch. Mal hören. Ne? Aber vielleicht bin ich da auch extrem kritisch, weil ich selber sehr viele von solchen Tracks gemacht habe. So ein Track funktioniert ja, man nimmt das Original und fügt jetzt eben eine Kick dazu, eine Hi-Hat. Also man macht ein neues Drumming, setzt das Ducking neu an und so weiter. Da muss aber, das muss noch geiler verschmelzen. Ich habe so ein bisschen teilweise, für mich hört es ein bisschen so an, da läuft so ein bisschen der Original-Guantanamera-Song. Wird krass weggepumpt so und da ist so eine Kick halt drüber. Aber das reicht mir nicht. Das ist mir nicht kreativ genug. Das ist mir auch vom Sounddesign, finde ich es noch nicht so geil. Mixer und Mastering jetzt so einfach nur vom Gefühl, vom Kopfhörer ist jetzt nicht so verkehrt. Ich drop mal hier so eine Bewertung. So viel Zeit muss sein. Dann ein Track, also wir sehen es hier, sind ja Tracks, die sind, wenn ich hoffe, ich habe jetzt hier keinem Unrecht getan. Wie gesagt, das hier sind ja alles bekannte Tracks. Ich versuche mich hier immer mehr auf die User-Generated Tracks zu konzentrieren. Bei dem Track, den habe ich nicht so ganz verstanden. Der schreibt, hey, der Track ist zwar schon etwas älter, aber dennoch würde ich mich interessieren, was ihr davon so haltet. Bin offen für Tipps und Kritik. Es handelt sich da hierbei um ein Theme von einem PlayStation-Spiel, das ich ein wenig in meinem Stil nachgebaut und verfeinert habe.
Ich hab nicht so ganz verstanden. Also hattest du die MIDIs oder ist einfach nur die Melodie nachgespielt? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden. Ryo schreibt zum Beispiel auch, Kingdom Hearts kennt man ja. Ja, gut, also ich nicht, aber ganz, ganz schwierige Nummer jetzt für so ein Video, muss man sich natürlich die Zeit nehmen. Beim Durchskippen hatte ich das Gefühl, das klingt schon sehr geil. Vielleicht hätte es frequenztechnisch noch ein bisschen wärmer sein dürfen, irgendwie nur noch ein bisschen weniger diese höheren Mitten, einfach noch mehr, wie man so Filmmusik das eben ja kennt oder Themes und so weiter. Ja, ist schwierig zu beurteilen gerade. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Besser nicht. Will mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich hatte mir, ja, da müsste ich mir jetzt wirklich nochmal mehr Zeit nehmen, das genauer zu beurteilen. Und ich muss wissen, was jetzt davon, also ist das komplett nachgespielt oder gab es den Song so und da wurde mehr editiert? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Dann schauen wir uns mal die anderen Kategorien an. Top 3 Mix und Mastering. Ja gut, Robert Miles hat hier ja in allen Kategorien stark abgesahnt. Fand auch geil, dass Nasco und Farisha Strangers Jakob Tilberg Remix, den ich ja so gefeiert habe, im Livestream zum Beispiel. Ich glaube, der kommt der überhaupt hier eigentlich vor? Ich glaube, der kommt nicht in den Top 10 vor, aber bei Mix und Mastering und Sound Design. Jetzt bin ich nochmal gerade gespannt. Ja, Do You Like It hat er nur 6,5, interessanterweise. Ich habe mir ja richtig, richtig krass gefeiert, aber ihr seht das ja, bei Sounddesign, Mix und Mastering ist einfach vieles richtig gemacht worden. Für alle, die es nochmal wissen wollten. Habt ihr gesehen? Ich wollte das gerade auf meinem Fernseher streamen, das ist ja Quatsch. Und jetzt gerade, wo ich es auch nochmal hier im direkten Vergleich zu anderen Tracks höre, ich bin so ein krasser Bassliebhaber, ne? Wo ich das nochmal jetzt so im Vergleich habe, zum Beispiel zu dem hier, das gemeine Neprenos, tut mir leid. Da kommt der doch einfach ein bisschen soft und der... Da macht er es hier dann direkt dicke Backen. Da geht was im Bassbereich. Geiler Scheiß, die Nummer. Aber hier ja viel interessanter, dass schon wieder Darkflip und Knievertchent. Sag mal, bist du Schitze oder was? Das ist doch derselbe Typ. Das ist doch der Rio. Ja, schon wieder es in die Innovation Charts geschafft hat. Da ist er ja öfter mal vertreten. Und ich muss sagen, da ist er völlig zu Recht vertreten. Also da muss ich schon sagen, der Anfang ist schon geil. Der ist einfach geil. Wie das stereomäßig gearbeitet wird. Ne, so ein Synthi weiter links, einer rechts. Dann kommt Hall rein. Im Übrigen finde ich das Video cool. Hast du cool gemacht. Also ich bin kein großer Fan von diesen sehr, sehr kaputt klingenden Drums, ja. Die sind halt so verzerrt und so kratzig und so ein bisschen Bitcrush und so, aber das ist geil gemacht. Also das ist für mein Produzentengehör, ist das so die ganze Zeit wie so ein Hund, der so völlig aufmerksam ist. Ich bin kein Hund. Also für mich ist die ganze Zeit spannend, was passiert da? Und da gab es auch geile Stellen, wo wirklich richtig krank mit Stereo nochmal gearbeitet wurde.
Leute, ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Das ist, ja, das ist so Earporn. So, du haust den Kopfhörer drauf und das ist eine 6-minütige Geschichte, die da erzählt wird. Ich wette, er hatte, muss ich mal nachher mal Mails checken, ob er den Imaginary Friends, ob er den auch im Track Rating eingesendet hat, weil das wäre ja eigentlich ein Kandidat für ein eigenes Video. Ich möchte ihn trotzdem schon mal bewerten. Do you like it? Auf jeden Fall. Innovation, mega geil. Sounddesign, wie gesagt, finde ich nicht ganz so geil wegen diesen zerstörten Drums. Die sind mir ein bisschen zu kratzig, aber auch sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Wenn ich so geil, dann geben wir auch 10. Was soll der Geiz? Hat doch mal irgendwann jemand gesagt, findest du eigentlich jemand irgendwas richtig cool? Ja, hab's gerade ja auch mega gefeiert. Track kommt auch echt gut an. Zu Recht. Völlig zu Recht. Sehr talentierter Darkflip hier am Start. Ja, das war. Das waren die Tutorial Track Rating Charts aus dem Monat Mai. Vergesst nicht, die Frage zu beantworten. Ist das cool, dass wir hier die Nicht-Tutorial-User mit in den Charts haben? Wenn das so bleiben soll, sagt Bescheid, wenn sich das ändern soll. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wenn ihr irgendwas ändern, wenn ihr grundsätzlich Vorschläge habt, raus damit. Wir lesen uns das immer ganz gerne durch und brainstormen dann, wie wir Tutorial noch viel, viel geiler bekommen können. In diesem Sinne, einen erfolgreichen Juni und bis demnächst. Mach's gut und auf Wiedersehen. Tschüss!